Herzlich willkommen kurz vor 17:33. Ich nutze einfach mal die Gelegenheit, Hallo zu sagen. Hier ist Andrés Halbertus. Während aufregender Tage, wo wir unser neues Programm zusammenstellen und viele Menschen treffen, die in Zukunft mit uns mitarbeiten möchten. Und ja, ich bin hier am Beach, zeige euch gleich genau wo. Natürlich, hier sieht man in Düsseldorf, hier sind Schiffe, die hier angelegt haben, so Passagierdampfer mit Kabinen. Und da wollte ich euch doch mal eine kurze Pause nutzen hier, um euch zu zeigen, ja, ich lebe noch. Und guck mal, hier gibt es kleine Bötchen, die da unterwegs sind. Hier mit so einem Paddelboot am Rhein. Sehr mutig, flussabwärts natürlich super. Aber wackelig, ne? Ja, habe ich mal drin gesessen. Fühlt man sich immer so ein bisschen Bein amputiert, weil man ja nur mit den Oberarmen was machen kann, so. Aber macht nichts. So, also zur hier im Schiff aus Basel, CH, liegt ja auch. Herzlich willkommen, liebe Schweizer. Heute haben wir mal die Lambertuskirche da hinten mit dem Rheinturm und den Schlossturm sehen wir so ein bisschen. Oh. Dialog mit dem Hund hier neben mir. Drehe ich aber nicht. So. Kommt gleich ein Schiff, das will ich euch zeigen. Oh, da kommt ein ganz großes Schiff da hinten. Das ist ja aufregend. Also ich hoffe euch gut. Aufregend ist gut. Genau. Guten Abend, ihr Lieben. Sage ich euch schon mal vorher, heute Abend gibt es keinen Sonnenuntergang, weil ich bin wieder unterwegs. Aber ich dachte hier heute am frühen Abend hier auf diesem Robert-Lehr-Ufer hier, das ist auch mal schön anzusehen. Hier war ich noch nicht. Und was ich war mit euch hier noch nicht, so muss man es genau sagen. Hier ist so ein Beach aufgebaut. Da gucke ich gleich auch mal rein. Wie heißt der hier heute? Latin America. Und das ist hier auch so mit Sand aufgeschüttet und Liegestühlen. Sehr, sehr nett. Und da gibt es immer wieder Veranstaltungen. Und morgen Abend ist hier Marc Mosca als DJ mit Christian Frey auch. Also, und muss ich mich mal schnell drehen hier. Ohne es euch schlecht wird, hier Schiffchen im der kurvt hier aber ordentlich hoch den Rhein hier. Der will's wissen, der hat's eilig und würde mal sagen, klein aber fein hier mit Altbiertanks, die Richtung Hessen fahren hier. Guck mal, sehr süß hier, der Holländer, richtig schön klein. Das können nur Altbiertanks sein. Schaut euch das an hier, oder? Was meint ihr? Das können nur Altbiertanks sein. Mit der holländischen Flagge. So, dann kommt da noch so ein großer, da warten wir noch ein bisschen da. Es ist ja hier heute ist was los hier. Sehr warm heute, sehr schwül geworden auch hier. Und insofern das Robert-Lehr-Ufer hier unten macht sich bereit hier für einen Abend hier in Latin America. Da ist da hinten der Bau. Das ist rechts hoch das Oberlandesgericht, Quatsch, Ergo. Und links davon ist das Oberlandesgericht mit dieser schönen Kuppel da oben, dem Adler. Sehr interessant, sehr interessant. So, ein bisschen gucken hier, so. Ne? Gucken wir mal hier so, wie das hier aussieht. Hinten an der, hier schön Summer. Summer ist immer gut, ne? Also über Summer können wir uns nicht beklagen heute. So, jetzt will ich. Oh, guck mal hier, Jetski da drüben. Ach, guck mal hier, Jetski da drüben. Gras hier. Eieiei. Zwei, noch einer. Kommt jetzt gleich ins Bild. Wartet ab. Flotte Jungs oder Mädels. Weiß man ja nicht. Das hat sich zum Eldorado hier für Jetskis entwickelt. Und jetzt sehen wir gleich hier ein kleines Schiffchen kommen. Da halte ich jetzt mal drauf hier. Orica ist da. Aus dem Sonnenland Number One. So, jetzt gucken wir mal an, was hier so ankommt, wo der so hin will. Ach, das ist die Köln-Düsseldorfer. Ja, die kennen wir ja. Gib uns den einen Tänzer. Ich bin so ein schlechter Tänzer. Ich sage mal, ich bin ein schlechter Tänzer, aber ein guter Interviewer. So, hier gucken wir nochmal die Köln-Düsseldorfer. Herzlich willkommen. Da sind ja Fans von uns. Da hat sich schon die Mannschaft bei uns gemeldet und mag unsere Videos. Liebe Köln-Düsseldorfer, lasst es rocken hier. Viel Spaß heute hier auf dem Rhein. Und wer Lust hat, der fährt einfach mal mit. Immer wieder ein schöner Ausblick da.
Und jetzt sehen wir nochmal die Köln-Düsseldorfer hier mit dem Rheinturm der Knie. Quatsch, das ist die Oberkasseler Brücke. Dahinter sehen wir die Kniebrücke. Das volle Düsseldorf-Panorama hier. Cool, oder? Bin begeistert. So, Stichwort Corona, muss man jetzt mal in der guten Ordnung, aber hier haben sich ja einige Strände entwickelt. Hier unten am Rheinufer, es fängt an da hinten an der Kniebrücke, da sind die Stadtstrände, da links von der Altstadt, da kommen die Kasematten und dann sind wir jetzt hier am Robert-Lehr-Ufer, nochmal hier Latin America, hier wird Musik gemacht. Heute ist Theo Fizos da, morgen ist Marc Mosca da und ja, guter Treffpunkt hier geworden. Ich kann euch sagen, die Getränke sind kalt, das ist gut und da freuen wir uns drüber. Und ich habe hier auch gleich eine Besprechung und ich zeige euch mal ein bisschen hier, wie es hier so hinter den Kulissen aussieht. Ja, ich will jetzt ja die Leute nicht so drehen, aber hier seht ihr das ja so. Und schreit wieder jemand, ja, dürfen wir das denn überhaupt drehen hier und so. Hier Palmen und insofern ein Stück weiter. Da hinten gibt es noch einen Stadtstrand, da so Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Auch ganz schön. Das ist da hinten. Also wer Lust hat, hier in Düsseldorf jetzt an den Strand zu gehen, der hat keine Mühen. Und das ist ja klasse, dass sich das so entwickelt hat. Die Gastronomen müssen sich ja auch sozusagen ranhalten, dass sie neue Ideen haben. Und das ist auch von den Genehmigungen, hat das hier ganz gut funktioniert. Und insofern waren das heute meine positiven Nachrichten hier vom Rheinufer in Düsseldorf für Wir leben Düsseldorf auch, natürlich auch für Zalbertus TV. Und hier ist Fennhausen, Schickeria Sabine mit den schicken Haaren und der Mo, weiß ich noch, waren wir da. Toller Salon in Fennhausen, also Tannenhof, wenn ihr da mal seid oder hin wollt, einen ganz besonderen Friseur haben wollt, dann los. Und dann haben wir heute nochmal gezeigt, Brautmoden, Claudia Kimmel hinten am Medienhafen neben Roberts Bistro, europaweit bekannt, die Claudia. Also wer irgendwie jemanden kennt, der einen kennt, der heiraten möchte und der seiner Frau was Gutes tun möchte, der muss bei Claudia am Medienhafen vorbeischauen. Die hat Mode aus ganz Europa und ist, glaube ich, eine exzellente Kennerin. Jeden Typ Frau sozusagen das richtige Brautkleid zu geben, das braucht man ja auch. Triffst du dich mit Parship für Anfänger? Ja, genau, Peggy. So, hier kommt nochmal ein Schiffchen zum Ende. Und hier kann man immer Rendezvous hier unten machen am Rhein. Ne? Sehr, sehr schick und so. Kommen noch mehr Schiffchen? Ne, das ist das letzte Schiff hier. Somtrans aus Belgien. Altbier ist leer, ist schon abgeliefert in Hessen hier. Der ist total leer und flach und ab geht die Post. Ihr Lieben, das war's hier heute. Für heute, wir sehen uns wieder morgen um 11.33 Uhr hier, wo auch immer. Wenn wir mal sehen, wo wir morgen sind. Hat mich sehr gefreut hier mit euch und macht es gut. Ich lese mal gerade hier. Budapester mit Gummisohle. Budapester mit Gummisohle. Gummisohlen gehen ja gar nicht. So, gibt's da was zu sehen hier? Heute Mittag habe ich eine Currywurst gegessen, muss ich gestehen. Und die war so gut. In Kaiserswerth haben Berliner Imbiss. Ja. Ihr Lieben, die Wolken, zeigen wir nochmal die Wolken. Ja, die sehen gut aus hier, das macht Spaß. Mehr als gestern, ein bisschen blauer Himmel ist zu sehen. Ist total schwül hier in Düsseldorf und Rita Kraft in Monschau. Ich konnte jetzt nicht alle nennen hier, weil ich nur einen Bildschirm habe. Ich grüße euch ganz herzlich hier. Macht es gut, wir sehen uns morgen am Freitag um 11.33 Uhr. Und ich freue mich hier immer wieder mit euch so ein bisschen. Guck mal, die Live-Impression hier unten. Hier ist ja nie eine Mauer. Hier kann man immer so runterfallen. Fand ich als Kind immer ein bisschen bedenklich so hier. Aber naja. So, also hier vom Robert-Lehr-Ufer in Düsseldorf. Alles Liebe, wo immer ihr auch seid auf der Welt. Macht es gut. Alles Liebe und bis morgen um 11.33 Uhr. Tschö.